Thomas Bloch konnte nicht schwimmen. Schuld daran gab er insbesondere dem Schwimmlehrer, der ihn in der Grundschule die erfolgreiche Bewegung im Wasser beibringen sollte. Dieser Mann hieß wahrhaftig und tatsächlich Thun, wie der Fisch. Thunfische, wissenschaftlicher Name Thunus, abgeleitet von ich eile, ich rase, ich schieße entlang, sind eine Gattung großer Raubfische. Und wenn das lateinische Sprichwort Nomen est Omen jemals eine zutreffende Bedeutung gehabt hatte, dann hier. Genau so kam er nämlich beim Grundschüler Thomas an. Zackig, laut, absolut zügig und ungeachtet jeder Realität seinem exakt geplanten Ablauf folgend. Das war der Schwimmpädagoge Herr Thun. Einer ist immer der langsamste und zögerlichste in einer Lerngruppe. In diesem Fall war das Thomas. Als der gute Mann schließlich anordnete, dass einer nach dem anderen zur Überprüfung der Fortschritte in tiefes Wasser zu springen hatte, folgte er diesem Befehl und konnte sich keine Sekunde wirklich über Wasser halten. Er strampelte herum und hatte Angst. Herr Thun betrachtete dies eine ganze Zeit lang unzufrieden und unverschämte sich irgendwann schließlich, ihm eine Art Schlinge an einem Stab anzureichen, an der sich Thomas festhalten konnte und an der er dann herausgezogen wurde. Nach diesem Tag bat Thomas seine Mutter inständig, eine Lösung zu finden. Er wollte nie wieder unter Herr Thun ins Wasser müssen. Diese überlegte sich tatsächlich schnell etwas und schrieb ihm stets eine kurze Entschuldigung, er dürfe nicht schwimmen, da er Beschwerden an den Ohren habe und hier auf keinen Fall Wasser eindringen dürfe. So konnte sich Thomas künftig glücklicherweise aufs Zusehen beschränken. Jahre später, bei einem der SJC-Ausflüge an den Mangersee, ersieht sich dies jedoch fast als verhängnisvoll. Glücklicherweise zog ihn ein befreundeter Genosse aber noch rechtzeitig an Land. Wieder einige Jahre später, mit Anfang 30, bedauerte er, nie richtig schwimmen gelernt zu haben. Damals fühlte er sich eigentlich wohl im Wasser. Und wie er selbst schon erlebt hatte, konnte diese Fähigkeit ja Leben retten, zum Beispiel das eigene. Er entschloss sich in Absprache mit Britta, einen Kurs bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft e.V., DLRG, zu belegen. 10 Stunden wurden bestellt und bezahlt. Jedoch erwies sich das als deutlich schwerer als gedacht. Man gab sich wirklich große Mühe mit ihm, versuchte es mit
Spinnzwiebeln und anderen Hilfsgerätschaften, machte Trockenübungen, zeichnete in Tafeln mit den richtigen Bewegungsabläufen. Der Lehrer wurde ausgetauscht und einiges mehr. Er wurde zur Herausforderung für die örtliche DLRG. Am Ende des Kurses nahm ihn die aktuelle Lehrkraft zur Seite. Herr Blochknab, also, wir sehen, dass Sie wirklich wollen, aber irgendwie klappt es nicht. Es ist nun aber so, wir machen diese Kurse nicht, um mit den Kursgebühren Geld zu verdienen. Wir sind die GLRG. Wir haben das gemeinsam beschlossen. Der Kurs ist zu Ende, ja. Aber Sie kommen nicht weiter jede Woche vorbei. Bis Sie es können. Das kostet Sie nichts. Wir wollen, dass weniger Menschen ertrinken. Es würde mich freuen, wenn Sie das Angebot annehmen. Thomas fand das äußerst freundlich und anständig, sagte zu und bedankte sich für diese Möglichkeit. Er selbst hatte im Stillen eigentlich schon eher aufgegeben. Es war ein wenig wie beim richtigen Tanzunterricht oder bei Yoga-Übungen. Er konzentrierte sich sehr, wollte alles 100% richtig machen und perfekt. Und versagte prompt und zog sich zusätzlich auch noch einen Muskelkater zu. Er hätte es natürlich nie übers Herz gebracht, den Vorschlag des freundlichen DLRG-Mannes abzulehnen. So beschloss er bei sich, noch ein-, zweimal zu kommen, dann seltener und dann gar nicht mehr. Mit dieser dezenten Abwicklung konnten hoffentlich alle nehmen. Zwei Schwimmstunden später geschah aber etwas Sonderbares. Man hatte ihn nun nicht mehr ganz so intensiv im Fokus. Die DLRG-Mannschaft hatte ihm ja gesagt, er könne so lange kommen, wie er nur wolle. So flanschte und bewegte er sich auch immer mal mehr oder weniger unbeobachtet im halb tiefen Wasser der Schwimmhalle Nord. Irgendwann merkte er, dass er sich mehr als 2 Meter vorwärts bewegt hatte, ohne die Füße abgesetzt zu haben, ohne untergegangen zu sein, ohne Wasser geschnupft zu haben. Einfach so, durch seine eigenen Bewegungen. Das konnte nur ein komischer Zufall gewesen sein. Er versuchte es aber trotzdem nochmal. Dasselbe Phänomen. Diesmal waren es sogar eher mehr als 3 Meter. Das war eigenartig. Irgendwie schien sein Körper doch zu wissen, wie es geht. Und wenn ihm nicht das Gehirn oder sonst jemand dazwischen kam, tat er es auch einfach. Verblüffend. Thomas wurde auch später nie ein wirklich guter Schwimmer. Und wenn er aus irgendwelchen anderen Gründen nervös war, hielt er sich auch nicht viel weiter als 1 Meter vom Beckenrand oder Ufer entfernt. Für ihn galt nicht
die Liedzeile von David Bowie, Swim like dolphins can swim. Aber es singt.